Ja, die Varusschlacht gerät ja dann in Vergessenheit und sie wird dann im Grunde im 17. Jahrhundert wiederentdeckt. Und sehr schnell stellt sich natürlich allen die Frage, wo hat sie stattgefunden? Und das kann man hier dann ganz toll sehen, wie viele Leute sich da Gedanken gemacht haben. Ja, und er, das ist Theodor Mommsen, Altmeister der alten Geschichte, 1902 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Und für uns in Kalkriese von ganz besonderer Bedeutung, denn auch er hatte bei der Frage nach dem Ort der Varusschlacht ein Wörtchen mitzureden und veröffentlichte 1875 eine kleine Publikation, in der er flugs behauptete, dass Kalkriese wohl der Ort gewesen sei, in dem die Legionen des Varus untergegangen sind. Und obwohl Theodor Mommsen so ein anerkannter Wissenschaftler in seiner Zeit war, hat man ihm nicht geglaubt, denn in seiner Theorie fehlte etwas ganz Entscheidendes, nämlich Waffen. Seine Theorie stützte sich ausschließlich auf römischen Münzen. Und Geld allein ist kein Indiz. Wann war das? 75, habe ich mich jetzt getan. Oh, 85. Und wenn Kollegen nach Italien gereist sind, dann mussten sie ihm immer ein Paket Nudeln mitbringen. Sind die Texte, die ich jetzt sage, eigentlich auch alle mitgeschnitten? Ein paar, ja.